Jahrzehnte jung ist dieser Welthit des Debütalbums der Band Alphaville. Zum 40. Jubiläum hat sich die Gruppe um Sänger Marian Gold Unterstützung durch das Filmorchester Babelsberg geholt. Ein Erlebnis, das auch einem erfahrenen Musiker schon mal den Atem rauben kann. Es ist eben was vollkommen anderes als eine normale Rockshow. Das ist für mich einfach auch eine vollkommen neue Erfahrung. Es ist ein grandioses Gefühl, einfach in einer perfekten Maschine irgendwie zu sitzen und darauf zu vertrauen zu können, dass es jeden Abend irgendwie auf die gleiche Art und Weise abläuft. Weil anders funktioniert ein Orchester gar nicht. Die Band hat einige ihrer legendären 80er-Hymnen wie Forever Young oder Big in Japan im vergangenen Jahr mit dem Filmorchester neu interpretiert und aufgenommen. Nun touren sie gemeinsam mit den klassischen Musikern für insgesamt 15 Shows durch Deutschlands Konzertsäle. Der Besuch in Hannover war für Marian Gold besonders aufregend. Es ist auch deswegen toll, weil ich sehr viele Familienmitglieder hier in Hannover habe, die auch heute Abend alle da waren. Und meine älteste Schwester war da, die immer sehr kritisch mein Leben betrachtet hat. Und da will man natürlich irgendwie, dass alles gut über die Bühne geht. Tatsächlich wirken die altbekannten Welthits in der orchestralen Version wie für immer jung. Zumindest für diesen Abend trifft das auf jeden Fall auch auf die Alphaville-Fans der ersten Stunde zu. Das ist das erste Mal Alphaville live überhaupt. Ich bin schon seit 30 Jahren Fan und es ist schon echt irre. Das ist jetzt nochmal was ganz Besonderes mit dem Orchester. Die Lieder sind ein bisschen anders und es ist einfach der Klang, der Sound, der ist unglaublich, ist schön. Es ist 80er Jahre pur. Wir sind ohnehin 80er Jahre Fans und er verkörpert das natürlich total vom Rhythmus her und dann diese Stimme dazu. Das sind einfach Erinnerungen, das ist einfach Gänsehaut pur. Dass sie ihre ersten Hits 40 Jahre später immer noch auf der Bühne spielen, hätten die Mitglieder von Alphaville definitiv nicht erwartet, als sie 1983 ihren ersten Plattenvertrag unterzeichneten. Wir haben immer von einem Tag auf den anderen gelebt damals. Also eigentlich nicht mal auf den nächsten Tag. Wir waren einfach immer im Hier und Jetzt, weil wir waren in dieser irre Situation, dass wir auf einmal unsere eigenen Stücke schreiben konnten und einen Plattenvertrag hatten und dann hatten wir gleich eine Nummer 1. Das ging alles so schnell, als wenn das an einem Tag passiert. Na, da denkt man nicht über die Zukunft nach, weil die Gegenwart einfach viel zu schnell an einem vorüberrauscht. Vielleicht sind die Band und ihre Fans nicht für immer jung, aber ihre Hymnen sind schon jetzt unsterblich.